Grüß Gott und herzlich willkommen zur Newcomer-Folge von Flaschendreh. In dieser Folge widmen wir uns einem Weingut, das mir, muss ich ganz ehrlich sagen, vollkommen unbekannt war. Das Weingut Helmer. Mir übrigens auch. Die Frau Helmer hat mir angeschrieben, ob wir nur bekannte und berühmte Weingüter verkosten oder auch sogenannte Newcomer. Und da müssen wir gleich einhaken, liebe Newcomer da draußen, ne, die ihr euch das auch denkt, melden bei uns, wir schauen nur unsympathisch aus, wir sind es nicht. Redet mit uns, wir kosten gerne alles, wo ihr glaubt, dass euch unsere Meinung interessieren würde. Ja, und genauso war es mit dem Weingut Helmer. Die Frau Helmer hat uns einen Dreierschachtel Wein geschenkt. Vielen Dank. Und zwei davon verkosten wir jetzt. Genau. Es handelt sich dabei um den grünen Veltliner Mitterweg 2011. Genau. Und um den Grand Reserve grüner Veltliner Steinergrund 2011. Wichtig zu erwähnen, das Weingrund kommt vom abgeschnittenen W, das ist der Wagram, ne? Okay. Die Löskante oberhalb der Donau in Niederösterreich. Warum Newcomer? Newcomer deshalb, weil sie mit diesem Wein im Falstaff Veltliner Grand Prix oder wie das heißt, unter den Besten waren. Und das ist ein Salonwein. Also, wir verkosten grüner Veltliner Mitterweg. Und noch schön rein. Ja, gut, ein paar. Parallel dazu den Grand Reserve Steiner Grund. Önologische Daten haben wir jetzt nicht so richtig für herausgefunden, aber wir werden noch so ein bisschen was dazu werfen. Wir fangen mit dem vermeintlich leichteren an, der auch laut Etikett 13 Alkohol hat. Okay, 13 PS gegen 13,5 PS offiziell. Okay. Was ich gleich mal sagen muss, was wirklich schön daran ist, ist, das ist ein grüner Veltliner. Das stimmt. Da braucht man nicht lang nachdenken, da braucht man nicht rumraten, das ist ein grüner Veltliner. Kerzengrad, kein Schnickschnack. Und sowas muss man mittlerweile schon fast ein bisschen suchen. Ja, es gibt so die Veltliner-Ärzte, die irgendwie aus einem Veltliner, was weiß ich. Ja, genau, immer herumoperieren am Veltliner. Ja. Für mich ist so ein bisschen Abfall dabei. Ja. Auch ein bisschen was. Den weißen Pfeffer. Jo, ja. Ja, er kommt ja nicht aus dem Weinviertel, ne? Ja, passt ja. Das sollte man mal machen, Weinviertler. Hätten wir schon gehabt, aber gut. Zwei Mal hört besser. Also, ich, der ja zeitlang in Krems war, dank der Donau-Uni, muss ich sagen, der Lösdruck, habe ich da oben gelernt, der Lösdruck, also dieses Konglomerat aus meistens nicht gerade gebremstem Alkohol und der Kraft, die der Boden entwickelt, auf dem die Reben dort stehen, ich würde mir einbilden, dass man den da schon ein bisschen merkt auch. Ne? Ja, da kommt jetzt da das schöne Pfefferl durch. Allerdings. Säure für 2011, erstaunlich schön. Wie auch immer gemacht, gratuliere. Ja. 2011, für alle, die es nicht wissen, ist jetzt nicht unbedingt ein säurebetontes Jahr. Aber das ist ein wirklich schöner Wein. Preis weiß ich jetzt nicht, werde ich herausfinden. Wer finden Sie? Ja. Gut. Wirklich, wirklich gut. Schauen wir, wie das beim Grand Reserve ist. Den hätte jetzt à la carte oder Vinaria. Oder nein, was? Das ist der Salonwein. Das ist der Salon. Glaube ich halt. Das wird... Der war, wie wir ihn aufgemacht haben, war er ein bisschen reduktiv. Ja, jetzt ist er wieder immer voluminöser. Ja. Macht immer mehr auf. Ja, ein paar so Exotiknoten. Kommen da jetzt raus. Das ist jetzt eher der Breitschultrige. Ja, also... Wenn der erste der Sprinter war, ist das, weiß ich jetzt nicht, eher der Gepäcksträger. Also, das ist schon ein Gewichtheber. Was ich jetzt sagen muss, mir schmeckt der erste besser. Der erste ist der klarere,
Lebendiger. Lebendiger. Mir schmeckt das schlankere. Ich bin ein bekennender Säurefan. Ja. Fazit. Fazit. Der Steirer sagt einmal, der niederösterreichische Newcomer, herzlich willkommen. Ist ja eher ein Versäumnis von uns, dass wir das Weingut Hellmann nicht gekannt haben. Sehr schön, sehr sauber. Geheimtipp bei der nächsten Niederösterreich-Reise. Auf jeden Fall hinfahren. Also das ist jetzt so Note to myself. Ja. Persönlicher Favorite von den beiden am Tisch, ganz klar, Mitterweg, das kleinere Exemplar. Der große ist ein toller Wein, mir aber zu. Den großen würde ich gerne in einem weniger breiten Jahr kosten. Punkte? Outen Sie sich? Also, tue ich gern. Geht schon. Mitterweg, 91. Jawohl. Und Steinergrund, 90. Mhm, okay. Sehe ein bisschen drastischer, Mitterweg 91, Steinergrund, ja, 90 passt, gefällt mir gut. 91 und 90 sind dann doch ganz schön viele Punkte. Wir sagen zum Abschluss noch vielen herzlichen Dank. Das können wir Ihnen empfehlen, wenn Sie auf der nächsten Niederösterreich-Reise sind. Fels am Wagram ist sowieso empfehlenswert, Weingut Hellmann extrem empfehlenswert. In diesem Sinne, Prost!